Wir machen einen Test, und zwar testen wir Premium-Wachse von der Firma Swisswax. Da sind wir so im High-End-Bereich unterwegs. Das ist ein Test, den ich so auf YouTube noch nicht gefunden habe und deswegen unbedingt selber ausprobieren will. Und zwar geben die Wachshersteller ja immer ungefähre Standzeiten an für so einen Wachs, bei optimaler Vorbereitung und so weiter und so fort. Das sind aber immer nur leider circa Angaben. Und deswegen testen wir das jetzt mal, wie die Standzeit denn tatsächlich ist. In Sachen Vorbereitung haben wir den Wagen natürlich optimal gemäß Handbuch vorbereitet, sprich ordentlich gewaschen, anschließend geknetet und dann mit dem Cleaner Fluid vorbehandelt den Lack und dann die Wachse mit den Händen appliziert. Und welche das sind, zeige ich euch mal kurz. Das ist zum einen, haben wir hier Swisswax Shield. Damit haben wir fast das komplette Auto bis auf das Dach gemacht, weil der Wagen täglich bewegt wird, bei Wind und Wetter draußen steht. Und dann kommen wir zum eigentlich interessanten Bereich, das ist das Dach, was wir in vier Bereiche aufgeteilt haben. Und da haben wir hier vorne Swisswax Concorso, dann Swisswax Crystal Rock, hier hinten ist Swisswax Glacier und hier ist Mirage. So, die Wachse bewegen sich alle im Bereich von 150 Euro für 200 Gramm bis auf Crystal Rock, da kosten 200 Gramm ca. 1100 Euro. Und ja, wir gucken jetzt mal, wann die Wachse runtergewaschen sind, wie lange sowas hält. Natürlich kenne ich die Standzeit, da wir die Wachse ja schon ein paar Jahre auf Autos verwenden. Ich würde mich in circa 3 Monaten oder 4 Monaten nochmal melden mit einem Zwischenstand und dann, wenn gar kein Wachs mehr drauf ist, dann mit dem Endstand. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch dieser Test gefällt, lasst mir doch bitte einen Daumen oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das Ergebnis mitbekommen wollt. Und Fragen und Kommentare, Anregungen, wie immer, einfach unter das Video posten, die beantworte ich sehr zügig und auch sehr gerne. Also haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!